bin Shanaya. Ich wohne in der Dieterstraße, um 11 Jahre alt. Shanaya und ihre Cousine Virginia wohnen in Marotem, eine Sinti-Siedlung etwas außerhalb in einem Kieler Industriegebiet. Seit 2007 gibt es die besondere Reihenhaussiedlung schon. Eine Art Mikrokosmos. Wir wollten wissen, wie die Menschen hier leben und mit welchen Vorurteilen sie konfrontiert werden. Ja, hier sind viele Kinder, hier sind meine Tanten, Verwandten. Wir setzen uns hier abends hin, wir machen unser Feuer, machen unsere Musik. Die Kinder wachsen vor allem miteinander auf. Die Sprache wird sehr gut erhalten und man ist auch nicht allein. Wenn ich so bei meinen Cousinen oder so bin, also die Nachbarn beschweren sich sehr, sehr schnell. Deswegen ist es auch besser, dass man hier wohnt, dann keiner so eigentlich beschwert. Man kann so laut sein, wie man will. Man kann nachts rausgehen, ohne Angst zu haben, dass irgendeiner dich mitnimmt oder so. Ja. Etwa 5000 deutsche Sinti leben in Schleswig-Holstein. Man merkt, die Menschen fühlen sich wohl in Marotem. Und mit wem man spricht, alle sind in irgendeinem Grad miteinander verwandt. Wir sind ein Volk, die gerne zusammen sind als Familie. Also wir sind nicht so wie, vielleicht, sag ich jetzt mal, wie soll ich das erklären? Ich will ja keine Vorurteile gegen Deutsche sprechen oder aussprechen oder gegen andere, aber wir sind sehr familiell. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht ohne Familie. Apropos Vorurteile. Wir wollen wissen, was erleben die Menschen hier in der Kieler Sinti-Siedlung? Der Begriff Zigeuner ist dabei wohl der geläufigste. Dass wir keine Steuern zahlen brauchen, zum Beispiel. Das habe ich schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, sind das Zigeuner, sind das Sinti, die brauchen ja keine Steuern zahlen. Das habe ich schon sehr oft gehört. Das ist etwas, wo ich gar nicht weiß, woher kommt das überhaupt? Dass man klaut als Sinti und Roma und sowas, wird man gleich auf eine Schiene mit anderen Menschen getan. Was viele halt fragen, ne, ob wir halt noch im Wohnwagen wohnen und alles, und dann erkläre ich denen das halt alles nochmal ganz normal und sagte ich natürlich auch, ne, also zur Zeit bei mir habe ich jetzt noch nie richtig was von Rassismus gespürt. Bei mir auch in der Schule oder bei der Arbeit jetzt habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen. Reinhold weiß leider schon. Ein ganz besonders schockierendes Erlebnis bekommt er nicht aus dem Kopf. Es war so ein älterer Herr, so um die 80 Jahre gewesen. Und da ging es wirklich nur um Parkplatz und der hat sich darüber aufgeregt, dass ich da nicht so korrekt stehe. Und kam raus und hat gesagt, der Hitler hat vergessen, euch zu vergasen. Dann ist er mal im Auto gestiegen und ist weggefahren und da waren aber noch Zeugen dabei, die das dann auch gehört haben. Und dann kam er aber, nach 10 Minuten kam er zurück und hat sich dafür entschuldigt, das, was er gesagt hat. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich ein deutscher Sinto bin und dass meine Oma und mein Opa und viele von unserer Familie im KZ gewesen waren und viele bei uns gestorben sind. Da hatte Tränen in den Augen und das war für mich wirklich ein Schock gewesen, dass ich mir das anhören musste in dieser heutigen Zeit. Das ist na klar schon ein paar Jahre her, aber ja, das ist so eine Begebenheit, die werde ich nicht vergessen. Ne? Eine Sache ist den Menschen der Wohnsiedlung hier ganz wichtig, und zwar die Unterscheidung zwischen Sinti und Roma. Und dass das alles immer mit Bulgarien und Rumänien direkt im Kopf fällt, das ist auf jeden Fall nicht so. Das wollte ich auch nochmal sagen. Sinti sind ja auch Mitte Europa, sage ich jetzt mal, Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter. Und nicht auf jeden Fall in Bulgarien, so, da sind ja Roma. Und das muss man unterscheiden auf jeden Fall. Das ist ja dann Rassismus, sage ich jetzt mal sozusagen. Also, Angst, nach Marotem zu kommen, muss aber niemand haben. Ganz im Gegenteil. Die Menschen hier sind offen und klären auch gerne auf, sagen sie uns. Trotzdem sind sie am Ende froh, ihre kleine Gemeinschaft für sich zu haben. Wir sind nicht anders wie andere auch. Nur, dass wir eine andere Sprache sprechen, etwas andere Dinge machen. Aber ansonsten sind wir eigentlich genauso kultiviert.